herzlich willkommen zu einem neuen Video. Premiere heute und zwar, oh sorry, ich gucke hier so ein bisschen gegen die Sonne, deswegen erstmal nicht wundern. Wir haben tatsächlich heute einen Japaner, den wir euch gerne vorstellen wollen. Und nein, es ist nicht dieser Typ. Tom kennt ihr ja schon aus dem letzten Lambo-Video, wo wir ordentlich geschweißt haben. Und ich habe ja gesagt, in Zukunft werden wir noch viel, viel mehr schweißen. Und da so viele von euch sich immer einen Japaner gewünscht haben, haben wir uns jetzt mal gedacht, wir stellen euch Toms zukünftiges Projekt vor. Und zwar diese wunderschöne Supra MK4. Ja, Toyota Supra MK4, vierte Modellreihe. Ist ja schon so ein bisschen seit Fast and the Furious Legendenauto. Ja. Gerade in Amerika und natürlich Japan und so weiter noch umso mehr als in Europa. Ja. Weil eigentlich gab es diese Autos in Europa ja eh kaum. Wenig. So, ich glaube EU-Modelle, Twin-Turbo, Sechsgang-Schalter, eine Handvoll oder so? Oder wie viel wird es da so? Nee, da gab es schon mehrere, aber mittlerweile. Ja. Auf jeden Fall, das wird nämlich das Witzige heute. Das ist nämlich ein Rechtslenker. Mhm. Das heißt, ich darf das erste Mal im Leben Rechtslenker fahren. Mal gucken, ob ich das mit links überhaupt so hinkriege. Ach, du fährst. Ja, klar, fahr ich. Okay. Selbstverständlich. So, ihr dürft euch jetzt allerdings nicht zu viel erhoffen, weil wir gucken mal unter die Augen. Wir kennen das gar nicht so, oder? So? So, nee, allgemein jetzt im Motorraum. Doch, ja. Supra hat jeder schon mal gesehen. Alter, ohne Haubenlifter sogar mal eine. Klar. So. Der legendäre 2JZ GTE Motor. Erste Baureihe ohne VVTi, ne? Genau. Was heißt das? VVTi ist Nockenwellenverstellung. Allerdings nur auf der Einlassseite. Genau. Sitzt hier. Nee, andererseits. Da. Genau. So ein Steller dran, ich musste gerade erstmal gucken, wo Einlass und Auslass hier ist, der halt einfach eine Nockenwelle von beiden verstellen kann. Genau. Ja, das ist natürlich... Ja, muss ich sagen, war schon drin, ist das so denn, ne? Der Luftfilter ist auf jeden Fall Tuning aus den 2000ern, ne? Mhm. Ist super eingetragen. Krasses Teil. Mhm. Ganz selten, dass man so ein Ding wirklich mal als originalen Twin-Turbo sieht, ne? Ja. Wobei das ja mittlerweile gar nicht so schlecht angesehen wird, ne? Mhm. Weil die können ja schon was, diese Turbos, ne? Ja. Serie hat das Auto wie viel PS? 330. Hier ist jetzt gemacht Luftfilter. Luftfilter ist ein anderes Pop-Off drin, soweit ich weiß. Ja. Mhm. Und von Wagner der Ladeluftkühler. Und der gute. Ja, der war aber bei der alte. Die Original ist dann nochmal kaputt. Ah, hier ist der gute Wagner-Kühler drin. Genau. Sehr gut. Das ist aber noch nicht so dieses Monster-Ding, was nee, das ist geworden. Der für die Stock-Turbos. Krass. Okay. Ja, ist halt einfach, muss man dazu sagen, deswegen freut es mich, so ein Ding mal zu fahren, noch nie eine gefahren. Ist jetzt natürlich mit der Leistung, das heißt, wir reden hier über 350, 400 PS oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee. Noch human alles zu fahren. Ganz oft sind die Autos ja unterwegs mit 800 PS, 1000 PS, 1200 PS, ne? Ja, aber er hat, glaube ich, Angst, oder? Oder warum ist das noch nicht so weit? Ja, wir arbeiten da ja dran. Grad sagen. So, ich weiß immer noch zu unseren Hannoveraner Zeiten, wo das so Hannover Hardcore, Aral-Tanke und so weiter gerade richtig voll im Gange war. Da hatten wir in Hannover drei Supras, eine rote, eine schwarze und so eine ganz dunkelgrün-blaue. So, das waren drei Supras. Ach, Baltic, ja. Baltic-blau. Drei Supras und das war immer spaßig. Allerdings alle Linkslenker. Und ja, das Coole an der ist, die ist zwar Rechtslenker, aber eine originale Turbo-Schalter. Genau. Mhm. Kann man das umbauen auf Linkslenker? Kann man, aber die ganzen Bleche gibt es original nicht mehr. Weil hier so mit Spritzwand alles anders ist. Genau, ne? Ja, die Spritzwand ist halt einmal gespiegelt. Ne? Das ist halt leider nicht so wie bei Audi. Bei Audi könntest du einfach alles umstecken. Ja. Das aber heißt, man, das leider nicht. Man bräuchte radikal wahrscheinlich alles, ne? Auch genau. Kabelbaum und so weiter. Genau, am besten wäre halt ein Unfaller. Aber es verkauft keiner einen Unfall Linkslenker, weil das ist halt. Ja, du jetzt, weißt ja, was die Linkslenker kosten. Ne? Jetzt muss man auch immer dazu sagen, das ist ein Auto. Ende der 90er, Mitte 90er? 96. Mitte 90er. Und die kosten heutzutage, so wie sie hier steht, Rechtslenker als Schalter Turbo, ich sag jetzt mal vorsichtig, 40.000 Euro. Ja. So in dem Dreh, ne? Das also ist halt wirklich, Zustand halt, ne? Genau. Das ist halt wirklich, ja, eigentlich
heftig für so ein Auto, ne? Das stimmt. Dafür, dass wir in Deutschland sind und es ein Japaner ist. Aber man kennt es ja so von GTR, R33, 34 und so weiter, von den Preisen. Die sind ja auch exorbitant. Ja, extremes Potenzial, weil wenn du heute ein gutes Steuergerät hier reinmachst, gibt es ja wirklich viele Leute, die auf dem Serienblock 800 PS fahren. Ja, ja. Die wirklich für 800 PS den Motor nicht mal aufmachen. Ne? Richtig. Das heißt wirklich nur dieses Turbolader-Paket hier raus. Weg. Einen fetten Single-Turbo drauf. Genau. Und los geht's, ne? Ja, sogar ja. Mit originaler Brücke, ne? Also halt ein bisschen bearbeitet, aber. Ja, ja, ja. Ja, wir gucken mal, was die Zeit so mit sich bringt, aber schmeißen uns jetzt erstmal ins Auto. Ja. Und braten eine Runde. So. Ich hätte jetzt ja ehrlich gesagt gedacht, dass Schlüssel links ist. Nee, habe ich auch gedacht, aber nee. Junge, wollt ja gleich los hier. Chef. Ist der Ladedruckanzeige? Ja. Das ist geil. Ja, hier hochziehen. Alter, schlimmer geht, glaube ich, nicht, ne? Wieso? Ja, weiß ich nicht, so mit links jetzt hier? Gewöhnt sich dran. Aber du tankst, du haust zwei Tanks aus. Alcantara-Lenkrad hat er auf jeden Fall hier. Ja, dafür passt die Spur. So, alle, die jetzt noch nie Rechtslenker gefahren sind, das Gas ist natürlich rechts, Kupplung ist links, sonst wäre das jetzt ja Vollkatastrophe. Boah, das wäre heftig. Aber trotzdem Schaltung in der Mitte, aber die Ganganordnung ist trotzdem wie... Wie normal. Wie normal. Also, erste ist vorne links. Nur Lenkschutzschleier sind andersrum, ne? Also nicht, dass du gleich erstmal einen Wischer anmachst. Doch, ich hätte auf jeden Fall einen Wischer angemacht. Aber das sind kein km/h, oder? Doch, steht doch da unten. Wie, Tacho geht nur bis 180? Ja, ist Japaner. Japaner dürfen nicht schneller als 180 fahren. Wie soll man dann 100, 200 fahren hier? Gut, ich wollte selbst jetzt hier beim Runterfahren schon rechts schalten. Ah, ja, da ist es. Oh. Alter, das kriege ich ja gar nicht hin hier mit rechts. Und trotzdem noch den Wischer angemacht. Lag ganz oben, glaube ich. Ist hier ein Fahrwerk drin? Ja, HKS. Ah, war aber auch schon drin. Man muss ja sagen, also das ist natürlich wirklich mal extrem komisch so, ne? Aber dieser Tacho von der Supra ist halt einfach irgendwie Kult, ne? Ja. So, dieser Drehzahlmesser da in der Mitte. Das kommt aber auch noch alles anders. Jetzt, ne? Muss man natürlich echt aufpassen, dass man hier nicht Gegenverkehr reinfährt, ne? Ja, muss sich halt nur. Du sonst orientierst dich ja an die markierten Linien in der Mitte, ne? Ja. Und jetzt musst du einfach. Warte, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier beim Fahren. Das ist nicht so einfach, Alter. Aber es erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, weil wenn ich so bei Tommy in der Supra hier in Hannover mitgefahren bin, war es ja immer so, ich saß ja auch rechts. Ja. So, weil das war ein Linkslenker halt, ne? Also was ich an dem Auto extrem geil finde, ist dieses Cockpit. Das hat so ein bisschen was von wie so ein Flugzeug, ne? Das sich wirklich alles anguckt, ne? Also ja. Egal wo du hinguckst, jedes Instrument ist wirklich auf den Fahrer gerichtet. Ne? Das ist halt total egoistisch, ne? Egal ob Schalter, die Instrumente, Tacho, Drehzahlmesser. Oh, hier, Schalten nicht vergessen. Das ist schon cool. Aber man merkt halt einfach, es fehlen die Muskelstränge im linken Arm zum Schalten, ne? Lässig ist, wie lang diese Haube nach vorne ist, ne? Mhm. Das ist schon übel. Ja, aber da muss man sich echt... Also klar, man wird sich da... War mal ein Stückchen weit darüber. man wird sich da ratzfatz dran gewöhnen, so, ne? Ja, natürlich. Aber im ersten Moment, ne? Okay, aber was schon mal cool ist, ist wie drehmomentstark das Auto fährt, ne? Mhm. Für Serie halt, ne? Genau. Also der fährt ja wirklich aus dem Keller raus, fährt das Ding sofort... los. Und auch gefühlt fangen die Lader so direkt bei 1,5 oder so schon so ein bisschen an zu spulen. Ja, ich glaube 2 irgendwas. Krass. Ja, man neigt wirklich dazu, immer ziemlich weit links zu fahren. Wie ist das jetzt hier so mit ESP? Was hat das Ding? Das Ding hat, ob das man ESP nennen kann, weiß ich nicht. Das nennt sich Slip Control. Slip Control? Ja. Das ist ja auch Funktionskontrolle, das Ding. Slip Control. Und dann gibt es auch einen Schneemodus. Da hast du gar keine Leistung. Slip Control klingt für mich nach was anderem, Alter. Okay, aber die ist jetzt an oder aus? Ja, die ist jetzt an. Die würde aber jetzt hier bei dem Auto gerade keinen Unterschied machen. Aber wenn du halt einen Burnout machen wollen würdest, was man halt natürlich nicht machen darf, dann würdest du ausmachen. So, aber die sind schon normal übersetzt. Ja, 100, wir fahren jetzt. Ah, okay, ich kann dir schon mal mitteilen, dass dein Tacho nach dem Mond geht, ne? Ja, ich weiß.
zeigt jetzt 150 an, wir fahren aber gerade bei 127. Ja, ja, krass. 20 km/h mehr ab 100. Krass. So, hier sieht man halt Ladeanzeige. Du bist halt extrem weit links, ne? Ja, ich muss mich eigentlich erstmal drücken. Muss ich halt an die rechte Linie orientieren. Aber sonst eigentlich von Ihnen doch gepflegtes Auto, ne? Ja, ja. Man darf nicht vergessen, die Dinger werden ja mittlerweile auch alle ziemlich durchgehört sein, ne? Ja. Und der ist ja wirklich noch, der ist ja noch ganz schön hier, ne? Ja, schon. Die 112.000 Kilometer, das passt? Das passt. Krass. Wie lange hast du den schon? Wie bitte? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Aber ich glaube, so geht's genau zwei Jahre. Willst du komplett umbauen? Ja. Ich stelle mir ja immer die Frage, natürlich ist ein Linkslenker cooler, ja. Aber ich glaube, wenn man so ein Ding selber fährt und ihn auch irgendwann fahren kann, also nicht wie so ein Vollschurke, wie ich hier drin sitze, sondern halt schon das gewohnt ist, dann gehört es eigentlich zu so einem Japaner wiederum ja eigentlich fast dazu, dass, es, ja. dass du den Rechtslenker halt fährst, ne? Weil es waren halt einfach Rechtslenker damals. Ne? Genau. Ja, da meckern halt immer viele. Ne? Alle sagen, ja, hast einen Linkslenker, hast kein originaler Japaner. Aber also, jeder wie er will. Ne? Also ich habe mehr Schwierigkeiten, mich an den Blinker zu gewöhnen, als an die Schaltung auf jeden Fall. Ich will jedes Mal hier... Naja. Ja, ich sage, du fährst jetzt... Wir fahren jetzt so wird, dass ihr jetzt normalerweise der Welt. Vor allen Dingen, jetzt kommt ja auch noch dazu, normalerweise, wenn ich links blinken will, ziehe ich links den Hebel runter. Genau. Ich muss ihn jetzt hier aber rechts hoch machen. Genau, ja. So, ne, das kommt auch dazu. Weißt du, wie viel Bar das ungefähr sind? Boah, 06, 07. Echt so wenig noch. Weil die Anzeige geht ja auf jeden Fall oben auf Anschlag. Genau, das, da würde ich mal tippen, das heißt, dass hier schon irgendwie ein Chip oder irgendwas drauf ist. Oder? Da gibt es keinen wirklichen Chip, also es macht keiner Steuerung auf oder sonst was, sondern da wird einfach nur eine Ladung irgendwie mit einem Ladungregelwert hier hochgestellt. Mhm. Und ab 1,2 Bar soll ein Lader auch direkt kaputt gehen. Mhm. Ah. Oh, Alter, das gibt's doch gar nicht. Brutal, Alter. Ist das jetzt V160 oder 161? Ja, 160. 160. Ja. 161 ist nur das Mittelstück ein bisschen stärker. Und Gang auf, vielleicht anders. Kann ich jetzt nicht sagen. Also, erstaunlich ruhig das Auto so, ne? Mhm. Bis auf so ein bisschen Ladergeräusch hört man ja eigentlich gar nichts so, ne? Ja. So, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen hin und her schalten hier, um mich da einfach ein bisschen dran zu gewöhnen. Wenn es mir kommt, würde ich gerne Holding annehmen. Andere Sand. Gut, dass du übrigens aufpasst. Und dann kommt die nächste Sache noch dazu. Überholen ist scheiße. Man rafft so gar nicht, dass, wenn ich rausfahre, gucke ich so in den falschen Spiegel. Ja. Witzig. Aber sonst so muss ich sagen, von hinten immer noch wieder so coole Autos. Ja, finde ich auch einfach wirklich schön. Wie hoch dreht so eine Super jetzt? Noch 7,2. Jetzt so im dritten Gang tippt man wirklich nur so ganz bisschen das Gas an und Lader kommt sofort, ne? Das ist halt krass mit diesem Beat-Hose. Ja. Ne? Du merkst auch richtig, boah, ich würde sagen, ab, ja, vielleicht so der dritte Gang merkst du es, wie er ab 4 den anderen Lader zuschaltet, weil das so eine Klappe zwischen. Ah, der fährt erst einen Lader, genau, und dann ja, den anderen? Ja. Alter, Registerturbo, das darf man immer nicht vergessen. Was Toyota dann doch schon in den 90ern eigentlich für Technik Anfang in den Auto 90er, hat, ne?
Ich glaube, 92 ging es los in der Zeit. So, Motoren, die unkaputtbar sind, Registerturboaufladung. Da steckt schon Technik drin, ne? Was hast du jetzt mit dem Auto vor? Willst du da so mitmachen? Ja, einmal alles quasi. Also auf jeden Fall Motor, ne? Ja. Ne, schon mal ein bisschen schick machen und sowas. Es gibt halt das Handy jetzt nicht hier, ne? So kleine Sachen würde ich halt ausbessern. Es soll halt wirklich perfekt dastehen. Also natürlich so KTL, man kann es vergessen. Also schon sowohl ein bisschen Optik, genau. Also Restauration, so nenne ich es jetzt mal, genau. Als auch Leistung. Genau. Das Coole ist hier jetzt natürlich, als Sechsgang-Schalter musst du leistungsmäßig am Getriebe und ganz andere Pranger eigentlich gar nichts machen. Genau. So bis 1000 PS ist das jetzt wirklich alles. Ja. Wo ich gerade das Licht angemacht habe, das erinnert mich an die ganzen alten YouTube-Videos, ne? Ja. Weil ich glaube, jeder von euch kennt das, YouTube Supra MK4 2JZ Tacho-Videos. Weil das Ding einfach so krass sich immer angehört hat. Und jetzt gucke ich selber gerade genau auf diesen Drehzahlmesser, weil den erkennt man einfach. Ne? Mhm. So gerade im Dunkeln mit diesem leichten orangenen Licht dahinter. Ne? Ja, man merkt so richtig, wer will eigentlich? Ja, aber kann nicht. So, also ist so ein bisschen wie ein riesen Single-Turbo fahren. Mhm. Und in dem Moment, wo es dann eigentlich losgehen müsste, passiert halt nichts. Genau. Aber ich finde, es fährt schon, also jetzt natürlich nicht krass für dich, ne? Aber für dass das Ding nur 330 PS haben soll, ja, ja. Finde ich schon, und 24 Jahre alt. Also Traktionsverluste sind ja natürlich noch extrem weit entfernt. Also das Ding fährt schon einfach, ja. Ich glaube, wir brauchen nur 100, 200, auch gar nicht aus dem dritten fahren. Nee. Die kannst du direkt vierte, ja. Gang. Aber dann muss das Auto ein relativ kurzes Diff drin haben, ne? Ja. Weil ich weiß noch so, zu den Zeiten wo mit den starken Supras, die sind alle immer 100 aus dem dritten Gang gefahren, mhm. Und waren da so bei 5,5. Guck mal, wenn ich jetzt einen dritten reinmache, ja, wobei doch passt aber. Das auch nicht vergessen. Stimmt, ja. Das Getriebe ist allgemein, kommt dir kurz vor, das auch nicht vergessen, dass wir halt mal weit aus 2000 reden würden, ne? Ja, ja, klar. Ja. Naja, aber guck doch, passt genau, 5,5 bei 100, krass. Ja, doch, fetter Lava drauf. Ja klar, die drehen alle halt 8,5, 9. Ne? Ja. Ja, mein Ziel ist halt schon, dass der Motor 9,5 drehen kann. Ja. Schon ein soundmäßiges Motor. Ja, ja, klar. Aber doch, jetzt beißt er zu mir. Dass der 100-200 nur im fünften Gang fährt. Stimmt, du kannst auch gegen Bremse fahren. Ach, brauche ich nicht. Bam, bam. So, wir lassen uns mal ein bisschen abfallen. So. So, jetzt macht er nämlich voll genug. So. So, im mittleren Bereich ist das Ding richtig stark. Und jetzt müsste er halt nochmal nachlegen. So, ne? Ja. Ja, siehst du? Da hast du hier aber den grünen Scheibenwischermesser. Ja, ich muss mich wirklich drauf konzentrieren hier mit den Hebeln, so, ne? 14,3, okay. Ja, wenn man jetzt so als Relation nimmt, klar, mein Kombi, der W7, der gewichtsmäßig, die sind ja relativ schwer, die Supras original noch, mit diesem Turbo. Anderthalb noch. Ja, mehr. 1,6 hätte ich eher gesagt. 1,6. Wenn man jetzt, jemand, der das Ding jetzt voll durchreißen wird, der vielleicht sogar dritte, vierte, fünfte fährt, wobei ich glaube noch nicht mal, dass du damit schneller bist, der wird mit dem Auto, boah, jetzt habe ich zum Beispiel einen sechsten drin, der wird irgendwo so im 13-Sekunden-Bereich fahren. Das
heißt, wenn du alleine unterwegs bist, wird so ein Auto wahrscheinlich nur 12 oder so fahren. Ne? Meinst du? 12 schon. Ja, 12 vielleicht, danke. Ich hätte ja irgendwas an. Mittlere 13 oder. Da wird noch jede Menge kommen und das gucken wir uns in den nächsten Teilen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.